Was ist das denn für ein Toad? Ah! Hat irgendjemand den YouTube-Kanal von Nintendo abonniert? Falls ja, werdet ihr bestimmt mitbekommen haben, was es mit diesem Kerl hier auf sich hat. Hm, komisch. Sind das Äpfel? Nein, es sind die verschwundenen Shy Guys. Wir schlürfen Farbe und tanzen im Kreis. Hast du was dagegen? Bist auch du bald ganz weiß? Ja, ich hab was dagegen. Das ist meine Farbe. Naja, also nicht meine, aber die gehört schon jemandem. So. Und hoch damit. Jetzt mal ein Exzellent, komm. Jawoll! Und beide erwischt. Nein, der lebt noch. Oh. Mist, damit habe ich nicht gerechnet. Probier mal. Ich probiere die ganze Zeit mit dem Steuerkreuz da was zu machen, aber es ist alles über das Touchpad zum Touchen. So. Damit hat sich das auch erledigt. Ta-ta-ta-ta. So, wer bist denn du? Sei gegrüßt, Mario. Vor dir steht der Anführer der lila Retter-Toads. Man hat uns gerufen, weil niemand an dieser Wand heraufkommt. Niemand außer uns ist in der Lage, dieses Hindernis zu überwinden. Eigentlich müssten meine drei Kameraden auch schon längst hier eingetroffen sein, sind sie aber nicht. Wenn du also irgendwo einen lila Retter-Toad siehst, schick ihn zu mir, verstanden? Wegtreten! Ihr Retter-Toad seid echt toll. Mir gefällt die farbliche Zusammenstellung eurer Uniformen von euren Holztüchern ganz zu schweigen. Danke, aber bei den Retter-Toads geht es um mehr als schneidige Uniformen. Es ist unsere Aufgabe, der gerechten Sache zum Sieg zu verhelfen und den Übeln dieser Welt die Stirn zu bieten. Wenn du mit unserem General sprechen möchtest, findest du ihn an der Retter-Rotunde im gelben Viertel von Port Prisma. Im gelben Viertel war man, ne? Denk schon. Okay, also die Retter-Toads sind auch dieses Mal mit von der Partie. Die wollen uns helfen auf der Mission. Na halt, ich möchte doch nicht zweimal speichern. So, ich weiß nicht, ob das schlau war, aber egal. Bisschen KP kann nie schaden. Ich habe auch gar nicht geguckt, wie wenig ich eigentlich nur noch hatte. Soll ich es lesen? Vorsicht vor den Farbdieben. So. Blumen. Ganz viele Blumen. Geht's da runter? Ja, aber da möchte ich nicht runter. Oh. Was? Wer sagt's denn? Da drüben ist ein kleiner Farbstern. Das war ja einfacher, als ich dachte. Schnell, schnapp ihn dir, damit er uns zum nächsten Farbstern führt. Der ist aber nicht ganz... Ja, komm, wir gehen mal zu... Fabian. Ja. Du hast ihn doch berührt. Moment mal, was in aller Welt 8.4 geht hier vor? Alter, diese Witze sind so geil. Sieh nur, die Farbe, sie wurde ausgesaugt. Einfach einen Farbstern aussaugen, wer macht denn sowas? Diese Halunke. Ihm hinterher, dafür wird er bezahlen. Oh, ich glaube, da ist jemand sauer. Was in aller Welt 8-4? Ey, diese Witze sind mal mega geil. Oh Mann. Das wird noch ein Spaß, dieses Abenteuer. Was? Echt jetzt? Hi. Darf ich mich vordrängeln? Der guckt zu. Wie geil. Der guckt halt zu. Okay. Ich habe doch bestimmt noch einen abgenutzten Hammer. Da, Hammer. Den brauche ich auch nicht färben. Was? Maskenattacke? Hä? Was erzählst du, Junge? Geh doch einfach nach Hause. Oh. Echt jetzt? Okay. Mach mal fertig. Ich war gnädig zu dir, aber... Nö. Ich bin der Vordrängler Mario.
So. Ach, wir kriegen trotzdem perfekt, weil er uns einfach keinen Schaden gemacht hat. Ich kann ihn auch einfach ansprechen. Machen wir das doch mal. Ist das hier das Kaffee mit dem völlig überbewerteten Kaffee? Bitte nehmt meine Münzen. Bitte, bitte, bitte. Es fühlt sich echt gut an, der Erste in der Schlange zu sein. Und weißt du was? Ich trinke nicht mal Kaffee. Wieso bist du... Moment, Mario, du hast uns zwar schon unzählige Male das Leben gerettet, aber vordrängeln ist nicht. Okay. Ich liebe Schlangen, dabei weiß ich gar nicht, was es hier gibt. Ist mir aber auch völlig egal. Du willst dich vordrängeln? Vergiss es. Hab ich schon, ich habe einen von euren Kollegen erledigt. Passiert hier auch mal was? Total langweilig. Ach schade, ich konnte nur den Ersten angreifen. Ich habe gedacht, ich könnte jetzt die ganze Reihe zerstören und mich vordrängeln. Okay. Hey, da. Das habe ich gesehen. Der hat hier noch einen Kaffee geschlürft. Oh Mann. Aber zum Glück hinterlässt er eine große Spur. Das ist gut. Da ist ein Cooper. Hi. Na? Guck mal. Oh. Schweinerei. Der wollte mir wehtun. Ich weiß, ein Hammer ist jetzt nicht wirklich produktiv bei einem Cooper, aber man kann es ja mal probieren. So. Was haben wir denn hier? Ach, man kann das sogar sortieren. Und wie sortiert er das? Ach, keine Ahnung. So, ich nehme mal hier diesen Sprung. Färbe den Mark schon ein. Man kann ihn auch wieder entfärben, wenn man möchte. Das ist gut zu wissen. So, tschüss, Cooper. Hi, Shy Guy. Oh, das tut mir nicht weh. So, ich habe... Habe ich noch irgendwas eingefärbt? Ja, den Hammer hier, den abgenutzten. Ich möchte nicht so viel Farbe verschwenden. Na, das Timing, das kriegt man so langsam hin. Ich denke immer, ich muss viel früher. Eine Cooper-Karte. Nice. So, wir haben ganz wenig Rot. Das ist gut, dass er ganz viel Rot hier verliert, der Shy Guy. So, noch ein Sprung. Abgenutzter Sprung, okay. Was ist denn das da hinten? Ach, der hat eine Pickelhaube, der Arsch. Sorry, der Mistkerl. Ich spiele viel zu viel Metal Gear Solid, da darf man alles sagen. Und hier sollte man ein bisschen... Wer hat die Brücke so doof hingebaut? Och Mann, jetzt muss ich außen rum gehen. Der hat eine Pickelhaube, also darf ich nicht auf den springen. Dann ist es gut, dass ich hier einen abgenutzten Hammer bekomme. Halt Münze. Mario ist geizig, der braucht Münzen. Also wir haben jetzt schon 500 Münzen, das ist echt gigantisch. Hi. Da habe ich dich erwischt. So, mein Freund, du hast eine Pickelhaube. Findest du das gerecht? Ich habe nämlich sowas nicht. Abgenutzter Hammer. Mit einem Perfekt-Timing müsste es funktionieren. Na, ja, war nur spitze. Schade. Ja. Ich hab dich auch lieb. So, mal kurz darüber. Ich hab da noch... Guck mal, ich hab noch einen abgenutzten Stiefel. Dann mache ich dich damit einfach fertig. Ganz frech bin ich. Ah, nein! Oh. Mist! Ich habe das A-Timing nicht erwischt. Da rede ich dann so große Sprüche und krieg's nicht hin. Na komm her. Das reicht. Tschüss. So. Die Picklaube ist erledigt. Meine Farbe ist voll. Noch ein Sprung. Hey, hi. Jetzt bin ich noch kampflustig. Mal gucken, wann sich das ändert. Sobald die Gegner stärker werden wahrscheinlich. Habe ich denn noch einen Hammer? Guck mal hier. Den tue ich so... Ich bin sogar heute so großzügig und tue ihn sogar einfärben. So. Jawohl. Ein farbenfroher Auftritt. Hehe. Wortwitz. So.
Eine Shy Guy-Karte. Roter Shy Guy-Karte. So, und wenn wir so weitermachen, kriegen wir auch bald wieder ein Hammer-Upgrade. Huch. Echt jetzt? Da ist ein Block. Da ist einfach ein Block. Eine Hüpf-Pushen-Karte. Die haben wir auch noch nicht gehabt, weil ich die nicht im Shop gekauft habe. So, halt, die Blume ist noch nicht fertig. Jetzt ist sie fertig. So, rot ist wieder voll. Gelb fehlt noch. Halt, rot ist nicht ganz voll. Jetzt ist rot ganz voll. Und dich sehe ich. Und ich sehe deinen Farbeimer. Oh. Habe ich dich erwischt? Du hast mich erwischt. Ich gebe auf. Widerstand zwecklos. Ich bereue alles. Ja, ist klar. Die Farbe bringe ich zurück. Es ist sinnlos, einem Klempner deines Formats zu widersprechen. Na los, lass uns zum Farbstern gehen. Du gehst voran, bitteschön. Ach, echt? Habe ich ihn echt? Okay. So. Die Brücke ist wieder gut. Ja, der wird mir doch bestimmt gleich... Ich kenne Shy Guys, die tun immer nur so. Obwohl... Zamsali und Kaffee. Süß. Darf ich geschwind? Tut mir wirklich leid, Mario. Heute war so ein Andrang. Hier ist alles ausverkauft. Wenn du die Schlummertaste von deinem Bäcker heute Morgen etwas weniger strapaziert hättest, hättest du womöglich noch was gekriegt. Hey, ich hatte Nachtdienst, du... Sack. So, also, ich werde den Farbstern jetzt wieder de-entfärben. Pass genau auf, damit ich auch ja nicht versuche, irgendwelche Tricks abzuziehen. Jetzt bin ich gespannt. Wow, der hilft mir wirklich. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Voila, so gut wie neu. So, lässt du mich jetzt gehen? Oder nimmt die Geschichte jetzt eine unerwartete Wendung? Huch! Ah. Aua! Au! Was soll das? Das arme Kaffee. Wow, Alter. Oh, ey, Messer! Was machen die? Was zum... Der Tod. Die haben den Papyroniepfad aufgerollt. Jetzt ist mein Kaffee irgendwann da oben in den Wolken. Was soll ich denn nur machen? Meine gesamte Zukunft hängt in der Schwebe. Mario, kannst du den Boden nicht irgendwie wieder gerade biegen? Hm. Ich weiß nicht, ob mein Hammer stark genug dafür ist. Wow. Hui. Hm. Ich probier mal was. Ah. So, dann gehen wir halt wieder den Weg zurück. Irgendwie muss es ja wohl gehen. Das war unerwartet. Also, es war natürlich klar, dass die Shy Guys irgendwas machen, aber dass die sowas machen, ist auch nicht schlecht. So. Und jetzt? Einmal draufhauen kräftig, oder wie? Ach so, nö. Ah. Lalala, lalala. Na, komm. Richtig. Oh. Ich komme, mein liebstes Kaffeechen. Kaffeechen. So, die Shy Guys sind ein bisschen... Oh je. Bisschen blau geworden. Ach, das arme Kaffee, ey. Naja, viel Spaß beim Aufräumen, ne? Ich kümmere mich mal schön um die Frechdachse da hinten. Ah, Mario, tolles Timing. Die Typen mit den Masken waren gute Trinkgeldgeber, aber was sie mit meinem Kaffee angestellt haben, ich würde ihnen so gerne eine Lektion erteilen, aber mein Papier ist einfach nicht stark genug. Lass uns doch mal versuchen, zusammenzuspringen und sie platt zu machen. Na los, hab dich nicht so, bitte. Hopp. Ja, gleichzeitig. Hoi. Oh.
Den Maskentypen haben wir es gezeigt. Yippie, das fühlt sich so gut an. Jetzt aber erstmal zurück zum Kaffee. Ja, ich würde sagen, die sind Matsch. Gut. Ich liebe dieses Spiel. So, der Farbstern gehört uns. Level geschafft. Sehr schön. Ganz viel Farbe und Münzen für uns, weil wir, glaube ich, wirklich jeden Gegner hier besiegt haben. Und die Farbe ist voll. Juhu! Cool. Also, das war jetzt gerade mal der erste Level. Das geht ja jetzt noch richtig weiter. Also, das wird noch interessant, meine Freunde. So, da ist ein lila Rattatoad. Wie viel haben wir denn jetzt? 96%. Und da 84. Ja, wahrscheinlich noch der Restpfad, wo da oben ist, wo der Rattatoad auf uns wartet. Okay. Morellensee. Auch wieder zwei Ausgänge. Finde ich gut, dass man das wenigstens anzeigt. Bei Stickerstar war das nicht so. Da gab es Level, wo man gesehen hat, gut, die haben zwei Ausgänge. Aber dann gab es auch welche, wo du das nicht von dem Level zumindest gedacht hast. Sondern halt andersrum. So, eine Stille. Wow, Mario, sieh mal da. Da ist die Galeere. Oje. Hast du es gesehen? Da ist gerade ein Toad von der Luftgalerie gefallen. Der muss irgendwo in diesem See gewassert sein. Bestimmt braucht er unsere Hilfe. Dann machen wir das doch. Erstmal Münzen. Jawohl. Die Frage ist, wie kommen wir da rein? Nee, das ist zugeklebt. Da klebt was auf der anderen Seite, aber von hier kommen wir da nicht ran. Mann, oh Mann, wir müssen darüber und den Toad retten. Wenn man es auf die Blöcke schafft, ist der Rest bestimmt so leicht wie Strichmännchen malen. Warte mal kurz. Genau, die perfekte Linie. Also, Mario, ich werde dir jetzt eine vollfarbtastische Technik beibringen. Pass gut auf. Kannst du diese Linie an dem Tor erkennen? Sieht ein bisschen aus wie eine Treppe, oder? Wenn du irgendwo in der Welt eine solch klare Linie siehst, kannst du sie zum Ausschneiden benutzen. Drücke einfach mal Y. Okay. Mache ich. Genau, diese gestrichelte Linie meine ich. Wenn du sie siehst, kannst du die Dimensionen wechseln und ein Stück aus dem Hintergrund schneiden. Zeit zum Ausschneiden, Mario. Das ist wahrscheinlich, ja genau, sieh auf das Gamepad. Jetzt muss ich schneiden. Wir haben die Dimensionen gewechselt und außerdem darfst du auf meinem Deckel sitzen. Toll, oder? Ich habe meinen Teil getan, jetzt bist du dran, Mario. Zum Ausschneiden musst du den leuchtenden Punkt berühren und dann der gestrichenen Linie folgen. Dann machen wir das doch einfach. So, ich tue jetzt einfach mal die Linie nachzeichnen. Die, wo ihr schon gesehen habt, das war ausgesprochen gutes Ausschneiden. So, und jetzt? Das Fähnchen, das ist Ziel. Ich hoffe, du weißt, was zu tun ist. So, jetzt laufe ich einfach kurz da, wo ich ausgeschnitten habe, hin. Schade, dass ihr das nicht seht, aber es sieht cool aus. Und ich bin oben. Magie. Du hast das Ausschneiden gelernt. Hurra, du hast das Ausschneiden gelernt. Wir haben die Linie am Tor in Stufen verwandelt, über die wir auf diese Blöcke gelangt sind. Papier fetzt. Wenn du an anderen Orten glaubst, dass du etwas ausschneiden kannst, drücke einfach mal Y. Erscheint eine gestrichene Linie, kannst du die Ausschneidentechnik einsetzen. Jetzt sollten wir uns aber auf der anderen Seite auf die Suche nach dem abgestürzten Toad machen. Okay, aber zuallererst... Sesam öffne dich. So, und jetzt haben wir wenigstens wieder Musik. Okay, zuallererst mal speichern. Oh, schöne Musik. Der Code, willst du mich da... Will der mich nicht vorbeilassen, oder was war das gerade für eine Aktion? So, Kollege. Du kannst mir doch bestimmt ganz kurz helfen, oder? Das tust du doch bestimmt mit Freude. Guck mal, ich spring mal auf dich, ne? Und du hilfst mir, die Schallgeist zu töten, okay? Tschüss. Der Trick funktioniert. So,
Eine Shy Guy-Karte. Oh, und der Eimer. Ja, der Hammer, der Hammer. Der Hammer wird besser. Eine sehr komische, ungerade Zahl, aber was soll's. So, was haben wir hier? Einen abgenutzten Sprung 3. Ganz viele Shy Guys, ganz viel Farbe. Ein Hammer. So, okay. Da ist noch was. Ich würde mal sagen, wir müssen da durch. Was ist los, Junge? Warum bist du nicht mit in unserem Stapel? Wahrscheinlich kommst du dir als Solo-Scheigeil so cool vor. Dabei könnten wir dich in unserem Viererstapel echt gut gebrauchen. Aber genug gelabert. Jetzt wirst du eingestapelt, Freundchen. Verflixt, da ist er doch tatsächlich einfach abgehauen. Guck mal, da markiert noch einer den dicken Einerstapel. Latzhose und Schnurrbart, was bist denn du für einer? Für den Look wirst du gestapelt. Was sind das wieder für Wortspiele? Aua, 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 aua. Nicht auf mich. Aua. Das hat wehgetan. So. Dann halt mal richtig, ne? Und tschüss. Trottel. So viel zum legendären Viererstapel. Oh oh. Ja. Doof, ne? So, das bewegt sich wieder. Haben wir einen Hüpfputschen? Kann ich dir irgendwie helfen? Uff. Eigentlich sind wir ja Feinde, aber danke, dass du Altpapier aus denen gemacht hast. Ins Wasser zu fliegen ist kein Vergnügen, aber immer noch besser, als in so einem Stapel zu stecken. Ständig hieß es, dass ich mich denen anschließen soll, aber das kommt mir nicht in die Tüte. Ich lebe mein Leben als einlagiger Scheiger und bin glücklich damit. Für einen Scheiger bist du eigentlich ganz in Ordnung. Papierkorb und Scherenschnitt, ein sprechender Farbeimer? Ich muss mir den Kopf härter angeschlagen haben, als ich dachte. Nimm besser das hier, bevor ich umkippe. Was ist das? Neuen Kartenplatz erhalten. Wow, wow, was für ein Geschenk. Ein extra Kartenplatz und... Ist der da gerade echt runtergefallen? Jetzt kannst du eine weitere Karte spielen, wenn du im Kampf dran bist. Cool. Mit anderen Worten, du kannst jetzt zwei Karten pro Zug spielen. Wer hätte gedacht, dass dir der Schallgeist so ein tolles Geschenk macht?